Name ist René König. Ich bin Inhaber der Firma German's Art Fashion. Das ist die Marke, die diese bunten, auffälligen Hemden macht. Und wir starten heute eine Silvesterrakete. Dazu lade ich Sie herzlich ein, aber dazu etwas später noch mehr. Unsere Marke ist bekannt durch sehr auffällige bunte Hemden, wie man hier eins sieht. Kai Ebe kennt sich schon viele, trägt unsere Hemden bei Formel 1 oder auch die Amigos, die Schlagersänger, seit einiger Zeit. Und wir arbeiten mit sehr vielen Künstlern aus der ganzen Welt zusammen, die zeichnen auf Papier solche Vorlagen. Und daraus werden dann die bunten Hemden gemacht. Dieses Hemd habe ich gezeichnet, das heißt Bunter Dalmatiner, das ist was ganz Besonderes. Das gibt es erst seit Weihnachten bis zum 1. Januar kann man dieses Hemd bestellen. Und es wird so oft produziert, wie es tatsächlich bestellt worden ist. Also wenn es nur 5-mal bestellt wird, wird es nur 5-mal hergestellt, wird es 10-mal bestellt, wird es 10-mal hergestellt. Und diese Nummer wird ganz klein außen drauf gedruckt. Also da weiß jeder, okay, dieses Hemd gibt es beispielsweise nur 5-mal. So, jetzt kommen wir zu unserer eigentlichen Silvesterrakete. Dazu ist ja bekanntlicherweise das Feuerwerk verboten in diesem Jahr. Deswegen habe ich mal schnell eine kleine Silvesterrakete selbst gebaut. Und mit der fliege ich dann mal kurz durch den Laden und fliege halt gegen diese Luftballons. Und da sind Lose drin, beziehungsweise sieht aus wie Lose, das sind die Adressen der Kunden, die diesen Adventskalender-Code genutzt haben. Der Adventskalender, den haben wir per Newsletter verschickt, vom 1. bis 24. Dezember. Jeden Tag gab es ein Türchen, jeden Tag gab es eine kleine Überraschung. Es gab mal 3 Hemden zum Preis von 2, es gab mal bei einer Bestellung ein paar Socken dazu, es gab einen Katalog umsonst oder einen Gutschein und so weiter. Also ein Tipp, Newsletter anmelden. Da erreichen Sie immer, oder erreichen wir immer unsere Kunden direkt und können mal kleine Aktionen machen oder wenn es neue Produkte gibt. Und so wird es auch im nächsten Jahr sein, dass ich neue Produkte, neue Hemdendesigns zu den 333, die wir bisher haben, kommen wieder neue dazu. Ich habe ganz viele Vorlagen von Künstlern aus der ganzen Welt, ganz spannende Sachen. Und ich werde die wahrscheinlich per Video vorstellen und werde per Newsletter, immer wenn ein neues Hemd erscheint, sozusagen das bekannt geben. So, also, ich starte die Rakete, die wird dann, kriegt dann ihren Booster. Hier ist ein Torso, der liegt dann unter diesen Luftballons. Und wenn ich mit dieser Rakete dann hier reinfliege und es zerplatzt, fallen die Adressen runter und dann ziehen wir 5 Preise. Der Hauptpreis ist ein 222-Euro-Gutschein. Der zweite Preis ist ein German-Katalog, dieser kostet eigentlich 10 Euro, hat aber auf der letzten Innenseite einen 20-Euro-Gutschein. Also für alle Kunden, die diesen Katalog für 10 Euro bestellen, kriegen den zugeschickt, inklusive Versand. Bei uns ist Versand innerhalb Deutschlands immer kostenlos. Und es ist ein 20-Euro-Gutschein drin. Das heißt, man hat eine ganze Menge zu gucken und zu lesen, kann sich inspirieren lassen, kann sich vielleicht ein Hemd oder ein T-Shirt oder eine Bluse aussuchen, kann bestellen und kann diesen Code nutzen und spart dabei 20 Euro. Das heißt, dieser Katalog kostet unterm Strich gar nichts, sondern man spart noch 10 Euro obendrauf. Das ist der zweite Preis. Der dritte Preis ist ein Wandkalender. Ich gestalte seit 29 Jahren einen speziellen Bergbaukalender. Dieser ist bereits ausverkauft. Das ist ein neuer Bergbaukalender, den gibt es erst seit diesem Jahr. Und zwar zu den europäischen Schachtförderanlagen. Das sind lauter aus ganz Europa historische Schachtförderanlagen. Das hat weniger was mit Germans zu tun, aber dadurch, dass ich aus der Werbung komme, Grafiker bin, Designer bin und seit 30 Jahren selbstständig, mache ich eben auch solche Kalender. So, und da gibt es einen als dritten Preis dazu. So, der vierte Preis ist eine kleine lustige Tasse. Ich zeige die mal näher. Es gab letztes Jahr eine Aktion, da wurde der Weihnachtsmarkt abgesagt, da gab es schon eine lustige Tasse. Dieses Jahr wurde der Weihnachtsmarkt wieder abgesagt und eine Illustratorin hat diese wunderbare Tasse gestaltet, die ein Freund von mir aufgelegt hat. Der Eismarschner, kennt ihn viele, das beste Eisrestaurant. Und wir gemeinsam haben diese Tassen verkauft. Und ein fünfter Preis, der Großpreis, das sind ein paar Socken. Diese heißen hier I Need a Beer.
Vielleicht ganz praktisch, wenn man mal keins zur Hand hat, kann man mal die Socken trinken. Nee, kann man nicht. Jedenfalls, diese Socken kommen von der Firma Chili Socks. Das ist ein Freund aus Leipzig, der diese Socken sozusagen produziert. Und ich verkaufe diese Socken mit im Online-Shop und 30 andere. So. Okay, dann würde ich sagen, starten wir jetzt die Silvesterrakete. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die Silvesterrakete startet! Und sie fliegt noch einmal durch das alte Jahr. Und sie nimmt Anlauf. Und fliegt genau in das neue Jahr 2022. Wunderbar geklappt, wir sind in 2022. Alle Losen aus den Ballons sind hier reingefallen und jetzt ziehe ich die Gewinner. Dazu setze ich die Mund-Nasen-Maske auf, die nicht mehr als solche funktioniert, weil sie nicht mehr getragen werden darf, sondern verbinde meine Augen damit. Damit funktioniert das wunderbar. Das sieht man auch dieses ganze Drama nicht so. Und jetzt ziehe ich den Hauptgewinner des 222 Euro Silvestergutscheins der Glücksrakete von Germans. Ich kann nichts sehen. Nein. Ich greife hier rein in den großen Topf. Ziehe ein Los. Dieses Los gewinnt den 222 Euro Gutschein. Juhu! Dazu setze ich meine Maske wieder ab, öffne den Namen und lese ihn vor. Und es ist, oh, René König. Ich selber habe gewonnen. Ach nein, das ist nur ein Spaß. Ich und meine 432 Mitarbeiter dürfen an dieser Aktion nicht mitmachen. Also, das war nur ein Gag. Sondern es hat gewonnen Frank Hens in Gladbach. Herzlichen Glückwunsch! Herr Hens gewinnt diesen 222 Euro Germans-Gutschein. Herzlichen Glückwunsch! Wir schicken ihn dann mit der Post zu. Nächste Woche sollte er da sein. So, legen wir dazu. Jetzt kommt der zweite Preis, der Germans-Katalog. Ich verbinde wieder meine Augen. Kann nicht sehen. Und ziehe den zweiten Los. Ich hoffe, man sieht das. Das ist der zweite Preis. Ein Germans Katalog. Es ist unser Stammkunde seit vielen Jahren, Olaf Schrake in Bielefeld. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommt der dritte Preis, der Wandkalender Schacht vor der Anlage. Ich greife wieder hier rein, ziehe aus diesen vielen losen oder aus vielen gerollten Namen einen raus. Jetzt setze ich meine Augenmaske ab. Früher war es eine Mund-Nasen-Maske, jetzt ist es eine Augenmaske. So, und das ist Herr Jens Feistel in Karlau. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt geht es um die Tasse, vierter Preis. Ich verbinde wieder meine Augen, kann nicht sehen, nein. Und ziehe die Nummer 4. Vierter Preis. Oh, das ist Andreas Böhme in Leipzig. Herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt zum Schluss, der fünfte Preis, die Socken von Chili Socks, gewinnt die Plus. Und das ist
Mario Bo in Hoyerswerda. Herzlichen Glückwunsch. Das war die Silvesterrakete. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht. Mir hat es große Freude gemacht. Wir sind in das neue Jahr geflogen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund, rutschen Sie gut rein und bleiben Sie vor allem Germans treu. Bis nächste oder bis bald. Tschüss. Ich möchte noch was in eigener Sache sagen. Nächstes Jahr gibt es wahrscheinlich zwei neue Produkte. Eins gab es schon mal. Es wird eventuell Hosen geben. Hosen aber nicht mit Mustern, sondern in einfarbigen Ausführungen. Aber dafür in ganz vielen verschiedenen Farben, sodass man die wunderbar mit den Hemden kombinieren kann. Ne? Beispielsweise nimmt man eine orange Hose und so ein Hemd dazu, auch mit Orange drin, passt wunderbar, ist ein tolles Statement und unterstreicht nochmal die Einzigartigkeit der Kleidung. Dann gibt es ein zweites neues Produkt. Es wird Bettwäsche geben. Bettwäsche in dieser Art. So etwa muss man sich die vorstellen. Das ist ein Bild. In dieser Art wird es Bettwäsche geben. Als feinsten Baumwollstoff, auch so ab Mitte des Jahres. Ich empfehle, abonnieren Sie den Newsletter von Germans. Dort erfahren Sie immer die Neuigkeiten, neue Produkte, Preisaktionen, Adventskalender. Eine Ostereiersuche wird es sicher geben. Und ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen alles Gute. Tschüss.